Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Let's Tries. Heute mal wieder zur eventuell sarkastischsten Serie auf YouTube, was zumindest FIFA angeht. Und zwar zu All-Star Time. Die mich länger abonniert haben, werden die Serie noch kennen aus FIFA 14. Damals ging es ja um Emil Heskey und Alessandro Del Piero, unter anderem auch noch John Arne Riese, Martin De Michelis und Mauro Camoranesi. Und dieses Mal habe ich mir wieder die Topstars zusammengesucht aus ja, den ganzen ja, verschiedenen Ligen, die so alt sind, ne? Und hab das beste Team zusammengebaut, denn wir wissen ja alle, um FIFA zu spielen, um FIFA gewinnen zu können, braucht man Erfahrung. Und natürlich brauchen dann auch im Idealfall die Spielererfahrung. Das heißt, die erfahrensten Spieler sind die besten. Und das wollen wir natürlich in der Serie mal wieder hier beweisen, und zwar mit diesem Team. Es ist unfassbar alt. Warum hier nur ein Spieler zu wenig auf der Bank ist, weiß ich nicht. Ich habe übrigens die besten Spieler auf der Bank gepackt, die überhaupt möglich waren, damit wir eine 5-Sterne-Bewertung haben und nur gegen die Top-Teams kommen, weil andere Teams können mit diesem hier gar nicht mithalten. Es geht ja einfach schlicht und ergreifend nicht. Wir haben Helden im Tor. Helden ist ganze 36 Jahre alt. Hilton ist dann 37 Jahre alt. Dann haben wir hier Max Well, der ist ja 33 Jahre alt. Dann haben wir hier noch den Kollegen Santana. Der Santana, der ist schon 35 Jahre alt. Ronaldinho ist 34 Jahre alt. De Rossi, ja, der ist gerade mal 31 Jahre alt, aber immerhin über 30. Alle Spieler in diesem Team sind über 30. Dann haben wir Scaloni, der ist schon 36. Natürlich hier auch noch Cuauhtémoc Blanco, der älteste Spieler in FIFA 15 mit 41 Jahren, bald wird er 42, wird lustig werden mit einem 27-Tempo-Spieler und 4 Sterne Spezialbewegung. Nebenbei bemerkt, da kommen wir gleich zu. Dann haben wir hier noch Ochoa, der ist ebenfalls bereits 35 Jahre alt, und die Legende Francesco Totti, auch der ist bereits 38 Jahre alt. Also eine ordentliche Mannschaft, und irgendwie verlieren die alle ihre Beine. Ich glaube zumindest, dass er hier schon gelebt hat, als die Dinosaurier noch existiert haben und da irgendwie ein Bein gefressen wurde, sonst hätte er nicht 27 Tempo. Ach, ich habe übrigens ihn vergessen. Und zwar, bevor wir dazu kommen, nein, wir kommen direkt dazu. Jesus, 2015 Jahre alt, ich denke mal, bei weitem der älteste Spieler in FIFA 15 Ultimate Team, dass der schon so lange da ist, ne, es ist unfassbar und immer noch relativ schnell unterwegs, der schnellste Spieler in diesem Team mit 78 Tempo und danach mit ein bisschen Abstand, Max Well mit 74 und dann dauert es ganz, ganz lange, bis wir den nächstschnellsten Spieler finden. Das ist nämlich, ich muss noch kurz nachgucken, ja doch, De Rossi mit 69 Tempo und, hier, Ochoa mit 70. Ja, dann haben wir noch ein 40 Tempo, mit einem 27 Tempo, 66 Tempo, 53 Tempo haben wir hier auch noch natürlich oder auch 47 Tempo. Also wirklich eine sehr, sehr schnelle Mannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Es sind halt alles Menschen, die schon seit Ewigkeiten auf unserem Planeten umherwandeln und dementsprechend, ja, haben die ihre Lasten getragen und müssen dementsprechend auch, einiges an Kraft gelassen haben und deswegen sind sie langsam. Gut, Max Well hat sich gehalten, Jesus sowieso, also läuft. Ich werde jetzt mal einen Gegner suchen und das wird der erste Gegner sein, den wir zerstören werden in dieser Serie. Bis gleich. Wir haben einen Gegner gefunden, es ist die Iceman's Crew und er hat auch zwei alte Spieler drin. Doch, doch. Und Neuer. Und Reus und so. Das wird definitiv lustig, würde ich sagen. Also ich denke mal, das ist eine eindeutige Geschichte für uns. Normalerweise müssten wir das gewinnen, denn er hat zwar sehr erfahrene Spieler, aber wir sind immer noch erfahrener. Vor allem mit unserem, ja, fast 42 Jahre alten Spieler. Sollten wir da eigentlich keine Probleme haben, wir werden einfach mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen rein. Und in dieser Serie wird es übrigens so laufen, dass ich das ganze Spiel zeige, weil natürlich alle Pracht gezeigt werden muss. Es wird immer so, Totti, er macht ja mal. Er zeigt seine Schusskraft, seine Füße sind nicht mehr zum Laufen gut, aber zum Schießen. Das Ziel der Serie ist übrigens auch, dass ihr eure All-Star-Teams reinpostet. Das heißt, ich werde eventuell mal das All-Star-Team variieren. Haut einfach ja richtig alte Spieler oder richtige Legenden hier, so Hangeland-mäßig, einfach mal rein. Darf halt nicht das stärkste Team sein, wisst ihr? Es muss halt, kann auch ein BSG sein wie letztes Jahr mit Herzi. Also, es ist euch überlassen und ich freue mich auf eure Teams. So, jetzt kommt hier Ochoa, setzt sich durch gegen Boateng, aber Boateng hat da das Glück in dieser Situation. So, Mats Hummels momentan auf Platz 16 der Bundesliga, dementsprechend kann er nicht besser sein als Santana, den wir hier haben. Aber ja, hier haben wir jetzt Ruth Hullet, ich habe den noch nie gehört, den Name ist natürlich nicht so bekannt wie Paris Hilton oder wie Jesus. So, Jesus im Duell mit Dennis Bergkamp. Normalerweise, ja, ich meine, er kann über Wasser laufen und es regnet, also normalerweise perfekte Bedingungen für Jesus. So, Santana.
Wunderbar gemacht. Oh, klasse gespielt auf Ochoa. So, Totti. Der müsste jetzt normalerweise Schweinsteiger weglaufen, aber wir gehen erstmal nur, weil sonst wäre das einfach, ja, das wäre viel zu unfair sonst. Schöner Trick jetzt hier. Oh, 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 das hat er gut gemacht. Jetzt nochmal. Oh, schön, schön, schön. Ja, weiter. Ja, wunderbar. Ja, klasse. Einfach, wie er sich bewegt auf einer Stelle. Das ist Wahnsinn. Der Pass. Oh, da will er dem wieder eine Chance. Das ist nun Hullet, ja, gegen Ronaldinho. Es ist natürlich ein Duell. Ja, es ist ein ungleiches Duell, denn Ronaldinho natürlich klar besser schon immer gewesen. Jetzt kommt Reus. Aber das, da will er es zu schön machen, ja, und das wird natürlich eiskalt bestraft, denn wir wollen es dem Gegner natürlich erstmal nicht zu schwer machen. Ja, wir geben ihm seine Chancen, aber ganz einfach machen wollen wir es ihm natürlich auch nicht. Da ist wieder Hullet, aber der darf jetzt mal den Ball spielen auf Reus. So, da haben sie ein bisschen Mitleid, habe ich das Gefühl. Ja, hier Hilton jetzt mit dem, ja, das war nicht gut gemacht von unserem Verteidiger, aber der hat halt Mitleid, wisst ihr, und der kann sich halt nicht immer konzentrieren, wenn er so in die mitleidigen oder in die mitleidenswerten Gesichter der Gegenspieler schaut. So kann man das eher ausdrücken, und von daher, naja, was willst du halt machen. So, da macht Blanco seinen ersten Run, das sah sehr, sehr stark aus nach vorne. Ja, da war fast so schnell wie beispielsweise ein Mattes Bolli. Ich denke mal, der könnte normalerweise nicht mithalten mit unserem, ja, mit unserer, wie soll ich sagen, Rennsau vor dem Herrn. So, jetzt kommt Jesus dazwischen. Oh, Jesus, eieiei, Jesus mit dem Fehler, das gibt's normalerweise nicht. Oh, Dennis Bergkamp. Ah, Hilton ist da deutlich besser unterwegs, natürlich. Und das war eigentlich kein Foul. Eigentlich nicht, aber der Schiedsrichter natürlich auch Mitleid, der weiß auch, wie das Ganze hier laufen muss. Und dementsprechend gibt es den Freischuss. So, Hullet ist normalerweise kein guter Freischussschütze, allgemein eine relativ schlechte Karte hier in Ultimate Team. Ja, und Reus, da ist wenigstens einmal die Chance, wisst ihr, der will halt auch mal seine Chancen haben in dem Spiel. Hier hat er sie mal gehabt, wieder Hullet beim Eckball auf Mats Hummels. Aber der ist jetzt, ja, guckt euch das hier an, hier gegen die Rossi, das ist natürlich keine Chance. Und Dennis Bergkamp, ja, da ist dann das 1-0, ne? Also ich habe ja gesagt, ich muss dem Gegner erstmal eine Chance lassen, ansonsten wird das hier ja alles nix. Und ja, da kann Max Well, der hat da wieder Mitleid, und dann kommen da zwei Leute hin und dann ist mir das auch zu viel, hat er keinen Bock mehr, und dann, naja, muss halt auch nicht dazwischen gehen, meiner Meinung nach, das ist dann ihm überlassen. Ochoa hat gleich wieder mehr Mitleid noch, der will gleich wieder den Ball verlieren, also es ist hier ein bisschen zu nett, finde ich fast schon, aber das kann man auch auf jeden Fall noch machen. Scaloni jetzt hier auf Bergkamp, auch den kennt man eigentlich normalerweise nicht, ich habe den Namen noch nie gehört, ehrlich gesagt. Wo hat denn der mal gespielt? Bestimmt bei Sonnenhof Groß Asbach oder sowas, und deswegen kriegt er eine Legendenkarte. Ist eigentlich vollkommen lächerlich, genau wie Hullet, auch der hat wahrscheinlich irgendwo bei, was weiß ich, Aurich gespielt oder sowas, aber naja, Helton ist halt eine absolute Legende von Porto, ja, war ja auch schon dreimal Weltfußballer, nee, Welttorwart, ja, Welttorwerte werden ja keine Weltfußballer, also von daher, naja, haben wir jetzt hier wieder diesen Gullit, diesen Gulli, ja, seine Eltern haben mich absichtlich so getauft, deswegen hat er auch so eine scheiß Frisur, weil er aus dem Gulli kommt. Das ist normal. Ronaldinho hat wieder Mitleid hier in der Situation. Ja, der Ronaldinho ist mir ein bisschen allgemein zu mitleidig. Ja, er liegt jetzt hier am Boden, er lässt den Gegnern die Chancen. Und Helton, der ist jetzt gerade ein bisschen, hat Blut geleckt. Ja, der merkt, okay, meine Teammates, die machen mir jetzt zu viel Mist. Ganz so viel will ich auch wieder nicht zulassen. Das ist schon auffällig jetzt hier in der Partie. Vor allem Ronaldinho macht sehr, sehr viele Fehler. Ich meine, klar, das ist natürlich alles gewollt. Ich meine, Ronaldinho würde niemals absichtlich irgendwie einen Fehlpass spielen oder sowas. Aber, naja. Ein bisschen zu viel ist auch nicht gut, sagen wir es mal so. So, jetzt kriegt hier den Ball, na, kriegt er? Nee, kriegt er nicht, aber wir kriegen nochmal den Einwurf zurück. Also, alles easy, machen wir es hier langsam. Oh, Santana, ja, der wollte sich ja ein bisschen verunsichern. Und jetzt hat er nochmal die Chance gegeben, aber da waren sie so überrascht von, dass er nicht damit umgehen konnte. Jetzt kommt hier Blanco, oh, 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 oh. Nicht, dass sie das Bein bricht, das wollen wir nicht. Das wäre in der Situation jetzt echt unangebracht. Weil normalerweise bricht er eher Beine als Zehner, das ist ja genau seine Aufgabe. Steht hinten drin. Haut die Bälle raus, wie sich das gehört für einen echten Zehner. Bisher sind wir relativ überlegen, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben mehr Ballbesitz. Die Schüsse aufs Tor sind eindeutig auf unserer Seite. Und also bisher bin ich echt sehr zufrieden. Damit Blanco wieder mal mit einem Ballverlust, der natürlich geplant war. Er will auf den Torwart zustimmen. Er will das Duell mit Neuer. Und der wird auch richtig nervös, das sieht man schon. Also wenn ein Blanco auf einen Neuer zuläuft, dann ist er halt kein Argentinier. Ne? Also ist nicht wie Higuaín, den kann er nicht einfach umtreten. Da muss er schon mal schlucken. Da kommt die Flanke, aber Totti, der will nicht wirklich hinspringen. Auch die Flanke, die eigentlich an 16er Kante geplant war, die kam dann halt mal wieder nicht so gut, weil er sich gedacht hat, nee, ich muss mal wieder ein bisschen aufmüpfig sein. Naja. So hätten wir fast noch die Chance gehabt, das Tor zu schießen. Das wollen wir natürlich nicht, weil erstmal den Gegner in Sicherheit wiegen und im Endeffekt, ja, attackieren. Blanco. Oh, 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 das war mir schon wieder fast ein bisschen zu gefährlich. Den kann er nicht so machen. Also, irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden hier mit der Leistung bisher, denn das ist mir alles noch ein bisschen zu, ja, zu gut, ne? Also da muss noch ein bisschen, dem Gegner müssen mehr Chancen gegeben werden. Bisher ja quasi chancenlos, das Tor ja quasi ein Eigentor gewesen, weil Max Well sich da nicht wirklich beteiligen wollte. Erobert sich wieder den Ball, also das ist echt, also teilweise denkt man sich schon, weiß ich nicht, wie das so laufen kann. Blanco jetzt, oh, 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 da setzt er sein ganzes Tempo ein.
Ah, und dann ist Schweinsteiger wieder. Da hat er wieder Mitleid bewiesen. Das ist so ein bisschen jetzt die Situation, die ich haben wollte. Es gibt ja sogar einen Freistoß noch, weil er angeblich gefoult hat. Sagt er natürlich auch nichts gegen, weil er halt dieses Mitleid hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Gegner, der tut hier auch so, als ob er hier die überlegene Mannschaft wäre. Also der holt immer so die Spieler ran. Er spielt halt auf Sicherheit. Er will den Ball nicht unbedingt verlieren. Deswegen spielt er auch beispielsweise mit Doppelpässen ganz viel, wie man hier jetzt wieder sieht. Der Ball jetzt wunderbar nach vorne gespielt auf diesen Gullit. Und der zurück auf Bergkäse. Und jetzt kommt er bald wieder auf die Rossi und der ist jetzt natürlich gefragt, normalerweise müsste er jetzt einen guten Pass spielen. Ja, macht er sogar halbwegs, das irritiert mich gerade, weil eigentlich ist es ja geplant, dass wir die Gegner kommen lassen. Aber jetzt kommt hier auch noch Ochoa, naja, normalerweise Torhüter, normalerweise sieht er aus wie Ted Mosby, in der Situation jetzt gerade mal nicht, wieder Totti. Ja, aber Scaloni ist halt im Laufduell mit Reus, ja, eigentlich viel zu sehr überlegen. Kommt jetzt der Ball in den Rückraum, nein, er kommt nicht und der erste gefährliche Torschuss, da muss ich Neuer ganz lang machen. Heieiei, das war ja fast schon... Boah, da habe ich fast schon der Herz in die Hose gerutscht. Ich wollte natürlich nicht, dass es so passiert. Jetzt kommt plötzlich Totti. Totti, ach du meine Güte, jetzt kommt hier Torgefahr auf. Das gibt's ja nicht, aber die Chance, die zweite, jetzt natürlich deutlich schlechter als die erste. Also das war nicht so gut wie der Schuss gerade, beziehungsweise wie dieser eigentliche Flankenschuss fast schon, kann man sagen, von Scaloni. Und jetzt kommt wieder Ochoa mit dem Ball und wieder auf Totti. Und eieiei, jetzt schwimmen die da hinten drin, aber die sind ganz, ganz unsicher gerade. Also, den Ball rausspielen ist jetzt gerade nicht die größte Spezialität. Jetzt hat mal Müller den Ball. Ja, und er ist halt auch der Sohn einer Legende quasi, beziehungsweise hat den gleichen Namen wie eine Legende. Aber es ist jetzt bisher ganz easy gewesen eigentlich. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist unsicher, was der Gegner hier spielt. Der spielt echt bisher nicht gut. Also da kann man wirklich überrascht sein. Trotz dessen wir ihm hier die Chancen geben, ja, nutzt er sie bisher nicht wirklich. Und, naja, jetzt ist erstmal Halbzeit. Das heißt, Verschnaufpause, vor allem für Blanco. Bei dem muss man natürlich auch auf den Kreislauf achten. Nicht, dass der hier irgendwie auf dem Feld zusammenklappt. Das wäre nicht so schön. Denn dann müsste wieder hier Hullet beispielsweise Mund-zu-Mund-Barbe machen. Und gut, den Schnauzer an. Das will da keiner so wirklich. Na gut, gehen wir einfach rein in die zweite Halbzeit. Wie gesagt, ich will eigentlich normalerweise dem Gegner nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Aber gerade die zwei Chancen, ich glaube, ich muss jetzt immer in der zweiten Halbzeit wieder ein bisschen zurückschrauben. Denn, wie gesagt, wenn man gegen dieses Team verliert, dann will man seine Schuhe einfach an den Nagel hängen. Weil das Team ist einfach so gut, dass man sich denkt, okay, es hat keinen Zweck mehr. Ich könnte ja nochmal in meiner Karriere auf dieses Team oder auf einen Spieler aus diesem Team treffen. Und dann würde ich mir wieder nur die Blöße geben. Also, das wäre natürlich so eine Geschichte, wo man sagt, okay, da kann man komplett verstehen, dass die da keine Lust mehr drauf haben. So, Francesco Totti jetzt wieder, der alte Römer, spielt den Ball auf Ochoa nach vorne rum, ja, die französische Hauptstadt. Das heißt, er kennt sich bestens aus mit der Verteidigung von Deutschland. Normalerweise hat er Deutschland früher mal angegriffen, ja, beispielsweise im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg. Aber hier, ja, wie gesagt, als römische Hauptstadt, als Mann aus der römischen Hauptstadt, genau wie De Rossi, ja, der kennt sich halt aus mit dem Deutschen, ne, und er kann halt normalerweise nur gegen sie gewinnen. Ja, und deswegen will das heute mal andersrum probieren, weil man will ja Abwechslung im Leben haben. Vor allem, wenn man schon ein bisschen im Alter fortgeschritten ist, wenn man viel Erfahrung hat, will man auch diese Lebenserfahrung des Verlierens eventuell nochmal dazu bekommen, auch wenn es eigentlich ein gefühlter Sieg ist, weil man den Gegner den Sieg ja geschenkt hat und somit eine gute Tat vollbracht hat. Also ich denke mal, ihr versteht definitiv, was ich meine. Rullet jetzt hier mit der nächsten Situation. Okay, der Ball kommt in den Rückraum zu Bergkäse. Ja, und die Bergziege versucht es dann mit dem Schuss, aber da ist wieder Francesco Totti. Die Bergziege wird übrigens vom Schwein bestiegen, das ist ganz normal in diesem Team, vom Gegner jetzt hier drin, aber wir wollen jetzt nicht da so mehr drüber reden, weil das sind halt die Privatangelegenheiten der gegnerischen Spieler und der Pisscheck, der wird auch immer nach dem Spiel gemacht, aber wie gesagt, das sind alles Privatangelegenheiten, alaber doch nicht so rum, Max, ist klar, aber ja, manchmal nehme ich halt Reus aus und mache einfach mal einen kurzen Exkurs in andere Gefilde, wo ich drüber reden kann. So. Der Ball ist wieder nach vorne. Ah, da ist Ochoa nicht losgelaufen. Das war natürlich wieder Absicht. So, Hummels. Als hätte er Hummeln im Hintern. Das ist nicht gut, was die hier spielen teilweise. Also die spielen sehr, sehr nervös, vor allem Alaba. Ja, da muss er schon wieder den Ball weggeben, ne? Rullet jetzt hier wieder. Der Mann aus dem Gulli. Und da kommt der Ball auf Müller. Ah, ja, der will sich tarnen. Der will nicht als Profifußballer rüberkommen, sondern eher als Mann, der in der Mühle arbeitet. Ah, ist auch nicht schlecht. Scaloni. Ja, jetzt hier wieder gegen Marco Reus. Ja, das ist natürlich... Ja, der rollt nicht so beim Reus, ne? Das ist nicht so gut bisher. Ha, guck mal, Scaloni, ah, kriegt den Ball, er will ihn nicht erlaufen. Ist er wieder nur auf einem Bein gehumpelt, hat man gesehen, jetzt kommt wieder die Rossi. Ah, der hat wieder Bock jetzt hier gerade. Hat sich den Ball erobert, wartet jetzt darauf, dass irgendwas passiert. Aber es läuft halt niemand, weil die Leute halt wissen, beziehungsweise weil die Spieler halt wissen, okay, ich will nicht. Aber jetzt die Flanke, uiuiui, das wurde nochmal gefährlich. Jetzt kommt der Ball jetzt zu Maxwell, der nimmt den klasse an. Das war gut gemacht auf jeden Fall. So, jetzt nochmal der Ball in den Rückraum, vielleicht zu Ronaldinho. Ja, macht das gut da gegen den Schweinbesteiger. Aha, schade, dann wieder nicht so. Der Mann aus dem Gulli ist da und die Bergziege auch. Ah, jetzt kommt Reus mit dem Ball auf Gulli. Ah, okay, alles klar. Gut, der Ball wieder auf
Ronaldinho. Ah, der ist heute echt viel zu mitleidig, muss ich ganz ehrlich sagen. Holt den Freistoß da raus, aber ganz ideal war das jetzt definitiv nicht. Jetzt kommt wieder Jesus mit dem Fehler. Ach du meine Güte, Jesus, was machst du denn? Die 2015 Jahre sind wohl ein bisschen viel für ihn. Der hat wohl ein bisschen schon Nägel mit Köpfen gemacht in seinem Leben und ist deswegen nicht mehr ganz so auf der Kette. So, De Rossi jetzt mal wieder. Eieiei, setzt sich da durch. Alaba doch nicht. Das gibt einen Freistoß, ganz eindeutig. So, wieder eine Situation. Jetzt normalerweise für Francesco Totti eigentlich. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber auch Cuauhtémoc Blanco kann das an sich. Aber die Frage ist, wird er ihn gefährlich aufs Tor bringen? Ja! Eieiei. Der wäre Neuer fast noch aus der Hand gerutscht, hat man gesehen. Das ist halt ein neuer Keeper. Der ist noch nicht so eingespielt. Und von daher... Naja, so Jesus mal wieder. Eieieiei, setzt sich da außen durch. Wunderbar, die Flanke auf Ochoa. Jetzt machen sie nochmal Druck zum Ende des Spiels hin. Ich merke das schon. Also die Niederlage, die... Ich glaube, einige Spieler sind nicht so ganz zufrieden. Denn es wäre natürlich vollkommen verdient, wenn man hier gewinnen würde. Normalerweise Niederlage nicht verdient. Aber Helden, ja, der hält jetzt diesen Ball halt nicht. Helden nicht. Und dann ist halt die Bergziege wieder da. Und die Bergziege macht auch das zweite Tor. Da haben wir wieder gesehen. Also wenn die anderen halt keinen Bock mehr haben, dann hat der Helden einfach Mitleid. Und dann kommt halt sowas bei raus. Also das ist normalerweise eine Situation, die jeder Torwart hat, aber nicht Helden. Helden halt nicht. Ganz einfach, schlicht und ergreifend. So ist das nun mal. So, jetzt kommt wieder der Ball nach vorne. Aber Hummels hat wieder Hummel im Hintern. Muss den Ball wieder schnell nach vorne spielen. Mr. Gulli ist wieder da. Ja, aber dann ist der Fehlpass auch da. Er ist halt nervös. Er ist halt vollkommen nervös. Ist klar, wenn man mit so vielen Legenden zusammen spielt, selber noch nie eine Legende gewesen oder getroffen, dann ist man halt schon mal nervös, wenn man beispielsweise auf Blanco trifft. Denn, Blanco auch noch in weißen Trikots. Ja, Blanco heißt ja weiß auf Spanisch. Das ist schon eine ganz besondere Situation dann für einen, denke ich mal. Also ich habe es selber noch nicht erlebt bisher. Da ist nochmal die Rossi. Alaba doch nicht. Ja, eine schöne Flanke auf Blanco und der fliegt da vorbei. Hat der extra wirklich versucht, da den Ball zu... Also ich weiß nicht, ob er es wirklich versucht. Normalerweise, wenn er es versucht, dann trifft er auch. Aber in der Situation jetzt hier anscheinend nicht. Naja, so, Max Weg jetzt nochmal mit der Flanke. Oh, da ist Totti. Ja, der kommt zum Glück nicht ran für die Verteidigung. Das wäre sonst nochmal bitter gewesen, hätte der hier ein Kopfballtor gemacht. Denn für alles ist er vielleicht bekannt, aber nicht für Kopfballtore. Ronaldinho, der spielt jetzt nochmal Katz und Maus mit der Verteidigung, mit Schweinsteiger. Voll eher Schwein und Maus mit der Verteidigung. Der Ball nochmal auf Totti. Und da ist nochmal die Schusschance, aber abgefälscht. Eieiei, die schwimmen da hinten aber wirklich drin. Der Pitchcheck beschwert sich da noch. In der Ecke nochmal von Totti. Vielleicht nochmal die Chance hier zumindest zum Anschlusstreffer für unser Team. Nee, erstmal nicht. Ball kommt nochmal zu Max Well. Vielleicht nochmal. Ja, das sieht gut aus. Ah, schade. Aber das war wieder zu gefährlich. Max Well, einer der Spieler, die sich bisher nicht gut präsentiert haben. Die genau das gemacht haben, was umgesetzt werden sollte. Also sich zurückgehalten haben. Ja, finde ich normalerweise auch gut, aber hier in der Situation war fast schon wieder ein bisschen zu gefährlich, aber ich denke mal, er hat das genau getimt, das war wahrscheinlich genauso, dass es aussah, als könnte es gefährlich werden und es im Endeffekt doch nicht wurde. Und der Ball nochmal auf den Gulli-Menschen. Der kommt, versucht kann aber. Ah, er spielt nochmal auf Bergkamp quer und, der macht sein drittes Tor. Helden hat wieder keine Lust, also es ist mittlerweile natürlich klar, das Spiel ist längst entschieden, weil wir halt auch einfach keine Lust haben. Aber so sich da hinzustellen, naja, da muss ich nochmal ein ernstes Wörtchen mit Helden reden, aber normalerweise ist das halt auch okay. Kein Problem in der Situation auf jeden Fall für mich. Berger mit dem Tor und ganz kurze Pause. So, da sind wir auch schon wieder kurz den Mund befeuchten, denn wir wissen alle, wir sind alt, ja, geht das nicht mehr so gut mit dem Reden. Mit dem langen Reden, man muss sich ja konzentrieren und so und da lässt die Fähigkeiten lassen halt ein bisschen nach, da muss man erstmal wieder ein bisschen was trinken, um da wieder fit zu werden. So Scaloni und da ist De Rossi nochmal. Ja, die spielen das natürlich locker jetzt runter hier in der Offensive. Es besteht keine Gefahr mehr für unser Tor. Ja, vielleicht wollen sie jetzt auch nochmal Gefahr heraufbeschwören. Wer weiß, also bisher natürlich komplett überlegen geführt die Partie. Mit drei relativ glücklichen Toren, mit dem Wohlwollen von Helden und Max Well ist der Gegner jetzt halt hier in Führung gegangen. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat genug Erfolge gesammelt in ihren Ligen, in allen und internationalen Top-Ligen eigentlich gespielt und immer ja, relativ erfolgreich gewesen. Von daher ist das jetzt ja auch nicht so schlimm, diese Niederlage. Und da ist sogar noch das Tor. Da ist das Tor noch von Santana und der ist natürlich ein alter Mann. Das sieht man hier ganz eindeutig. Heieieiei. Und da haben sie tatsächlich nochmal die Bude gemacht. Und da merkt man halt, normalerweise hätten die jetzt die ganze Zeit ernst gemacht, dann hätte es hier wohl einen Sieg gegeben für dieses Team. Und das auch vollkommen zu Recht, weil wenn man das hier sieht, das war schon schön gespielt von Blanco. Und dann hat Hummels wieder Hummels im Hintern. Naja, also der Mann aus dem Gulli und seine Bergziege hätten wohl hier nicht so erfolgreich gespielt, wenn das alles nach dem Wohlwollen, beziehungsweise nicht mit dem Wohlwollen von Ronaldinho und Co. gelaufen wäre. Es gibt jetzt nochmal einen Freistoß. Die sind schon in der 90. Minute normalerweise. Ja, die haben keine Zeit, das sind alte Menschen, die wollen noch was erleben im Leben. Von daher normalerweise extrem unfair, jetzt hier nochmal das laufen zu lassen. Aber Helden hat den Ball natürlich sicher, kann jetzt nochmal das Ganze schnell machen. Beziehungsweise das ist schnell machen eigentlich. Naja, schnell machen ist vielleicht das falsche Wort dafür. Scaloni nochmal, ja, Alaba ist dazwischen.
Okay, kann man mit leben. Ball kommt nochmal auf die Rossi. Dann kommen, machen wir nochmal unseren Totti hier. Versucht es nochmal mit einem Schuss aus der Distanz. Der wird nochmal gefährlich. Der wird nochmal richtig gefährlich. Was ist denn da los? Francesco Totti, ich hab dir gesagt, du sollst das nicht machen. Was ist denn da los wieder? Da sieht man diese Routine von Francesco Totti wieder, wisst ihr? Der ist halt nur einen Moment im Spiel mal aufmerksam. Aber dann zeigt er das auch. Ich habe das Gefühl, das Team hat sich jetzt doch gedacht, dass Helden diese zwei Dinger nicht reinlassen musste und dementsprechend jetzt hier das Ergebnis nochmal knapper machen wollte. Das ist natürlich auch verständlich. Jetzt ruckelt es hier noch ein bisschen und ja, das kann man auch nachvollziehen. Also der Gegner, ein Rage-Kill wäre verständlich, wenn man das ganze Spiel quasi jetzt hier ja so unterlegen war, ja, die ganze Zeit und dann kommt sowas hier noch bei rum. Also das ist natürlich schon, muss man sich fragen, ist das wirklich in Ordnung, was man hier macht, oder ist das nicht in Ordnung? Ich weiß es nicht. Die Spieler werden sich wahrscheinlich in Schlaf weinen, vor allem natürlich Manuel Neuer, für den wird das eine ganz schwere Nacht, aber das Spiel ist jetzt zum Glück vorbei, bevor Totti noch Schlimmeres anrichten kann. Mit dem muss ich ein ernstes Wörtchen reden, weil wenn er es jetzt wirklich hier versucht hätte, hätte ich meinen Vertrag mit dem Gegner aber definitiv nicht erfüllt und das wäre bitter gewesen, aber so gewinnt der Gegner hier, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und damit gehen wir von einer Niederlage vom Platz, aber mit einer knappen. Und damit haben wir unsere gute Tat für heute getan. Und damit kehren wir auch zurück zum normalen. So, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Von Old Star Time habt gesehen, worum es in der Serie geht. Es geht natürlich nur um puren Sarkasmus. Wer jetzt glaubt, dass ich irgendwas ernst meinte, naja, der ist halt ein sehr, sehr armer Mensch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da ist, wie gesagt, nur Let's Try. Könnte als Serie permanent kommen, könnte auch nicht. Ihr entscheidet es. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir Teams in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.